Jo-Gemeinde Rock'n'Roll. So, heute machen wir mal ein anderes Thema. Letzte Woche hatten wir ja Stage 1 Kit mit mehr Leistung. Heute geht es mal wieder um, wie soll man es nennen, Ärgernisse. Ja? Ärgernisse, die so langsam zu, ja, wie soll man das nennen, zu größeren Ärgernissen ausweiten. Eins davon steht hinter mir. Ja, kommen wir gleich zu. Und eins davon steht hinter euch auf der Bühne. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar, ihr kennt ja noch das Video wahrscheinlich von dem Pleuellagerschaden Husqvarna 701 2018, wo wir ja da diesen eigenartigen Motorschaden vorgefunden haben, den wir ja schon mal kannten. Und zwar vom Motorschaden des Monats, ja, ich blende es mal oben ein, mit der Duke Baujahr 16, ne, also der Duke 96R. Wo ja in beiden Fahrzeugen, wie gesagt, dieser Pleuellagerschaden vorlag, dieser immense Pleuellagerschaden, aber sonst eigentlich keine Bauteile restlich betroffen waren. Also weder Kurbelwellenlager noch Kolben, also Kolben schon bedingt durch den Schaden von unten, klar, aber dann halt Nockenwelle, Kipphebel und so weiter, Schlepphebel waren nicht betroffen. Daher konnten wir da schon einen Ölmangel ausschließen. Und wir hatten ja den Verdacht mit der Geschichte mit dem Bremszylinder und dem, also dem Kupplungsnehmerzylinder und der Bremslosigkeit. Da sind wir jetzt weiter, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt gehen wir erstmal zu Husqvarna und gucken uns mal die Bauteile an, denn die sind zurück vom Bearbeiter und die würde ich euch natürlich zeigen und das machen wir jetzt. So, ja, der Zylinderkopf natürlich einmal frisch gemacht, Brennraum gestrahlt, einmal übergeplant, Ventilsitze gefräst, die Ventilkegel geschliffen. Ja, die waren ja noch so weit in Ordnung. Das Fahrzeug hatte ja gerade mal 12.000 Kilometer auf der Uhr nach diesem Schaden oder bei diesem Schaden, daher wurde hier nur eben halt alles ein bisschen schick gemacht. Natürlich wieder einmal kurz über die Schleifmaschine gejagt, damit hier auch alles dicht ist. Ja, immer wieder schön zum Kopf. Ja, und da wir ja nicht wussten, wie sieht es im Zylinderkopf aus, haben wir direkt leicht mit überplanen lassen. Der war aber, ne, relativ gerade. Das war eigentlich wirklich nur so im, noch nicht mal im Zehntelbereich. Ne? Das war alles ein Witz. So, ja, dann Kurbelwelle. Natürlich neuer Pleuel-Kit drin. Momentan gibt es ja nichts im Zubehör für diese Motoren. Wir müssen also da immer noch auf die Original-Pleuel-Kits zurückgreifen. Ich hoffe, da kommt mal was. Wir könnten den natürlich auch umbauen auf Nadellager. Haben wir jetzt aber erstmal gelassen, weil wir natürlich erstmal so sehen wollen, dass das Fahrzeug wieder schnell in den Betrieb kommt. Haben natürlich direkt eine Feinwuchtung mitgemacht, damit wir hier auch eine schönere, eine größere Laufruhe haben in Verbindung dann später hier mit unseren Kugellager, die natürlich hier auch reinkommen. So, die Kurbelwelle war ja gut blau gelaufen und da gab es natürlich auch ein paar Kommentare von euch, wo ihr natürlich meintet, na, nee, die würde ich nicht mehr benutzen und so weiter und so fort, weil die ist ja gehärtet und so weiter. Im Grunde genommen habt ihr da natürlich recht, aber es gibt sogar Hersteller, die lassen oben diese Verpressung hier oben sogar extra an, um hier etwas Flexibilität reinzubekommen, also nicht zu hart, dann lieber etwas die Härte rausnehmen, dass die Kurbelwelle halt in dem Bereich etwas flexibler wird. Das machen wir jetzt halt hier auch, denn so stark war dann die Durchwärmung wohl doch nicht laut unseres Bearbeiters und wir können diese Kurbelwelle mit ruhigem Gewissen wieder benutzen. Ja, Zylinder wurde halt nur mal eben sauber geholt. Ein, zwei Hundertstel raus und dann konnten wir halt auch maßhaltig in Originalkolben Gruppe 2 einsetzen. Ne? Diese Gruppe 2 gibt der Gruppe 1 und Gruppe 2 Kolben bei diesen Originalkolben. Und hier passt eben halt genau Gruppe 2 rein. Der Zylinder hat jetzt 105,01 und der Kolben hat jetzt, glaube ich, hier 104,9697, so die Ecke rum, wahrscheinlich 96. Ja, also daher passt das wieder gut zueinander. Wir haben wieder 500 Ölspiel, also alles gut. Kolben sind
vom Zubehör am Kommen, beziehungsweise sind in der Mache. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Unser Zulieferer hat jetzt bei Wössner soweit schon mal die Produktion angeleiert, aber die, ne, machen ja nicht nur Kolben für uns. Daher müssen wir ein bisschen warten. Ich hoffe mal so, Ende des Jahres werden wir dann da auch Zubehörkolben für anbieten können. Gut. Das ist jetzt die gute Nachricht, also dass der Kram jetzt wieder ganz ist, beziehungsweise überholt ist und ich den Motor für die Kunden endlich wieder zusammenbauen kann. So, kommen wir jetzt wieder zu einer, ja, wie soll man das nennen, unangenehmen Sache. So, uns hat das dann natürlich nicht ruhen lassen. Ne? Wir haben ja Ölanalysen machen lassen in Verbindung oder zusammen mit dem lieben Axel Alexander Hornauf, hier der Technikchef von Motul, den kennt er ja schon. Und die Ölanalysen waren schon, ja, aussagekräftig kann man nicht sagen, aber sie waren eben halt schon, führten uns schon in die richtige Richtung. Und daraufhin sind wir halt dann nochmal ganz steil gegangen und haben gesagt, wir müssen da jetzt definitiv endlich einen Strich drunter kriegen und wer kann uns dabei helfen? Und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert, ja, mit MS Motor Service und so weiter. Und daraufhin haben wir dann jemanden gefunden, der da in der Lage ist, uns genau oder Klarheit zu schaffen. Und das ist das Institut für Schäden an Verbrennungskraftmaschinen, RSV, vom lieben Herrn Rappen. Der hat uns, wir haben die Teile dahin geschickt und haben dann da eine komplette Analyse machen lassen. Also die Schadensbauteile, Pleuel, Bolzen, Plusfilter, Ölfilteranalyse und. Bremsflüssigkeit hingeschickt, Öl hingeschickt, dann diese Verhältnisse zueinander überprüfen lassen. Ein Riesenbohai mit Raster, Elektronen, Mikroskop und. Röntgenverfahren und hier wurde richtig aus dem Koffer gezogen. Ne? Also richtig geile Geschichte. Wer mal wissen möchte, wie das da aussieht, ich habe unten in der Videobeschreibung ein Video von Motul verlinkt. Da seht ihr halt auch den lieben Alex. Da war der nämlich hier bei der Firma RESV zusammen mit Tim Schrick. Und da haben die sich eben halt die ganze Sache mal angeschaut. Sehr interessant. Sollte man sich mal reintun, wer so Interesse hat, so an puncto Verbrennungsmotoren und auch Schäden dieser Motoren. Ja, dieses Gutachten ist erstellt. Das liegt jetzt hier, 20 Seiten stark. Und da habe ich mir überlegt, das können wir nicht einfach in so einem Sonntagsvideo abhandeln. Wir werden das ja in einem Livestream aufbereiten. Dann wird auch der liebe Alex wieder kommen vom Motul, ne, damit ich auch hier einen Experten an der Seite habe in puncto Öl und Schmierstoffe und etc. Der wird mich da so ein bisschen unterstützen in diesem Livestream und dann werden wir dieses Labor, diesen Laborbericht, dieses Gutachten euch präsentieren. Ja, das wird in einem, wie gesagt, in einem Livestream kommen für alle, ja, also nicht nur für die Kanalmitglieder, sondern wirklich für alle. Und wir sind jetzt gerade noch am Händeln, wann wir das am besten machen. Wir hatten gedacht, so abends, so zwischen 19 und 22 Uhr, da sind ja meistens die meisten zu Hause und online. Die Idee war, das sonntagsabends zu machen. Das wäre für uns eigentlich so am liebsten, ne? Ich werde da wahrscheinlich über den Community-Tab nochmal eine Umfrage starten, wann euch das am genehmsten wäre, wenn wir so einen Livestream starten. Allerdings ist das natürlich auch ein bisschen länger, also das geht keine 10 Minuten. Ne? Also, daher würde ich, also ich hatte wie gesagt überlegt, das dann sonntags abends zu machen. So, wird geplant, weil Alex hat ja auch mal viel um die Ohren und hat wenig Zeit. Hatten wir so den zweiten Sonntag im August, das müsste der 15. gewesen sein. Ich glaube, das war der 15. So, August, ja. Also der 15. August ist geplant für dieses Live-Event. Und dann werden wir halt diesen kompletten Laborbericht mit euch
zusammen analysieren und euch die Ergebnisse präsentieren. Und ich kann euch versprechen, die sind sehr interessant. Da muss sich so der eine oder andere die Hose gut festhalten. Und naja, wir werden dann sehen, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, wir kommen dann nach diesem Livestream endlich in einen Bereich, wo Sachen halt gemacht werden, die wir schon seit Jahren predigen. Gut, aber das seht ihr, wie gesagt, wahrscheinlich am 15.8. sonntagsabends, wenn ihr damit einverstanden seid, dass, wie gesagt, jetzt ruhig schon mal in die Kommentare hauen oder eben halt dann bei der Abstimmung am Community-Tab mitmachen. Ja? So, kommen wir zum Ärgernis Nummer 2. Steht hinter mir. Ja? Ihr kennt vielleicht das Motorrad. Ja, das ist die Duke, die ich euch vor geraumer Zeit vorgestellt habe, wo ich sagte, dass wir eine 96 Duke Baujahr 14 umbauen auf Big Bore. Allerdings nur die Bohrung, also den Motor frisch machen, natürlich mit 84,5 Hub hatte er serienmäßig. Aber wie gesagt, nur die Kolben, den Kolben, also die Bohrung vergrößern, 104 mm Kolben reinmachen, den Klassiker von uns, dann leichte Kopfbearbeitung, Ventilsitzradien und so weiter und so fort. Und den Rest belassen wir so, wie das Motorrad Serie ist. Weil der Kunde wollte das nicht, er will auch kein großartiges Außentuning, dicke Außenvorlage, Akrapovic komplett und. Nee, nee, also das sollte alles schön safe sein, gerade auch im Punkto für die Straße. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, versuchen wir mal, kein Problem, kriegen wir schnell. So, das hat auch wunderbar funktioniert. Kunde hat das Fahrzeug abgeholt, hat die 1000 Kilometer eingefahren, hat schön Ölwechsel gemacht, Ventile geguckt und ist dann auf eine 3000 Kilometer lange Tour mit seinen Kumpels ab in den Schwarzwald gefahren. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Ja, und dann kam er wieder und dann hakelte die Schaltung. Ja, ihr wisst, was kommt, ja. Die Schaltung wurde immer schlimmer, man konnte kaum noch richtig schalten und irgendwann ging nur noch der dritte und der sechste, glaube ich, und dann war Feierabend. So, und was war passiert? Der Klassiker, ich nehme euch auch wieder mal mit. Ja, wie soll es auch anders sein? Die Getriebeabtriebswelle ist abgeschert. Ja. So, jetzt ist meine Theorie natürlich komplett dahin, also dass die Getriebeabtriebswellen hauptsächlich kaputt gehen bei Fahrzeugen von Baujahr 11 bis Baujahr 13. Ja. Der liebe Offroad-Biker hatte mir auch schon mal geschrieben, dass er eine Duke hatte oder von einer Duke wusste, die hat auch Drive-by-Wire schon, also ab Baujahr 12 bzw. 14 läuft, dass die auch einen Abtriebswellenabriss hatte. So, ja, jetzt haben wir die Bestätigung. Also auch 14er Modelle sind betroffen. Ja, seht ihr hier schön abgedreht die Welle. Kaltbruch dann. Ja, schön kaputt. Ja, und natürlich, da bleibt es ja nicht alleine bei. Hat es dann hier schön das Gangradpaar hat es mitgenommen. Die Lagerbüchse ist kaputt, also angefressen. Hängt auch hier im, die kann man normalerweise ohne Probleme hier rausdrücken. Das Ritzel liegt, das Zahnrad liegt nur auf der Büchse auf. Jetzt nicht mehr. Und innen drin natürlich dann die ganzen Scheiben und alles verbogen. Und das Lager da innen gedrückt. Und wie das aussah, wo ich den Motor zerlegt habe, das seht ihr jetzt. So, Kupplungskorb ist runter, Ölpumpenrad oben ist auch ab. Scheibe noch weg. So, jetzt sehen wir schon hier, der Deckel hier unten ist komplett gebrochen, der die Welle abdeckt für den Ölkanal.
Schrauben oben sind schon raus. Also hier hat sich die Welle schon nach rechts Platz gemacht. Wahrscheinlich das ganze Lager rausgedrückt aus dem Lagersitz. Oh je. Vorsichtig die Stückchen hier. Die Lagerplatte ist komplett zerstört. Hier raus. Ja, und hat das Lager schon nach außen gedrückt. Steht hier schon einen Millimeter knapp über. Wahrscheinlich, weil die Welle natürlich durch den Bruch sich Platz gemacht hat. So, hinten kann ich drehen. Also ich drehe jetzt gerade die Verzahnung vom Ritzel und hier tut sich nichts. Ja, dann schauen wir da mal rein. So, ich habe das Motorgehäuse angelöst. Und jetzt ziehen wir das Ding mal runter. Lager runter. So. Und hier eiert schon furchtbar was. Man ist auch schon klar, was hier eiert. Jetzt ziehen wir die Achse raus. Schaltwalze raus. Schaltkabel sind blau gelaufen. Hier richtig eingelaufen. Mittlerer nicht. Unter sieht auch gut aus. So, und jetzt. Tada! Ja, mal wieder, ne? Wenn wir auch schön sehen, wie das Ding abgedreht worden ist hier. Richtig klack weg. Haltbruch, Neubruch. Ein Drama. Wirklich ein Drama. Die Nadellager sind noch ein bisschen, sind sogar noch fast intakt. Ja, intakt nicht mehr, aber ja, kann man gut erkennen,
bisschen mehr Licht hier. Hier auch die Verfärbungen. Wo dann der Rest noch abgerissen ist hier. Zum Kotzen. Hier hat sogar schon die Scheibe verbogen. Natürlich durch den Druck von da. Weil durch den Abdrehmoment wird natürlich auch eine axiale Verschiebung entsteht dadurch. Und da hat es dann das Lager nach innen gedrückt, nach außen gedrückt hier. Könnt ihr gut sehen jetzt. Bisschen Schräghaken. Das Lager nach außen ausgedrückt wurde. Und das kann natürlich die kleine Scheibe hier, die hier sitzt, die kann das nicht halten. Jetzt müssen wir uns den Lagersitz genau angucken, ob der nicht auch deformiert worden ist, bedingt durch den hohen Druck hier und das Verkanten des Lagers. Ja, ein großer Spaß. Ja, ne, das ist mal ärgerlich. So, jetzt ist natürlich meine Arbeit umsonst quasi, die wir gemacht haben. Ich muss den Motor jetzt einmal zerlegen, wieder zusammenbauen. Wir können natürlich nichts für abgerissene Abtriebswellen, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir solche Bauteile dann jetzt ab sofort prüfen müssen. Ne? Wir können also quasi keine gebrauchten Abtriebswellen mehr verbauen oder halt dem Kunden sagen, wir müssen jetzt ab sofort in der normalen Überholung dieser Motoren immer eine Abtriebswelle mit reinschreiben. Das heißt, es sind nochmal 280 Euro knapp on top, um drauf, nur um sicher zu gehen, dass diese Welle nicht abreißt. Das ist schon eine harte Nummer und da müssen wir natürlich jetzt mal Mittel und Wege finden, suchen, um das vorab zu klären. Also man kann natürlich versuchen, mit Rissuchspray zu arbeiten. Das kennen die meisten wahrscheinlich von euch, dieses Weiß mit dem Rot. Ich weiß nicht, ob das bei so Wellen, bei so Haarrissen funktioniert. Habe ich noch nie probiert. Wer da mehr Erfahrung hat, in puncto so Prüfung von Wellen mit sowas, mal bitte unten in die Kommentare rein. Oder halt, ich muss jemanden finden, der mir die Dinger röntgt. Ne? Also röntgen könntet. Ne? Ja, so, die wachsen natürlich auch nicht auf Bäume, ne? Gerade auch Röntgenapparate nicht. Und ich kann immer schnell zum Zahnarzt gehen und sage, hier, machen wir mal den Backenzahn und dann halte ich mal die Welle mit rein, dann röntgen sie direkt mit. Auch blöd, geht auch nicht. Also bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als hier auch nochmal bei der Firma RISV anzufragen, RISV anzufragen, ob wir da vielleicht nicht mal solche ja, Röntgenprüfungen machen können von so Wellen und natürlich auch mal den Schaden genau begutachten lassen, wie und woher das kommt. Müssen wir schauen, kostet natürlich alles auch ein paar Mark 50, ne? Das macht er ja auch nicht umsonst, aber wir werden da mal aktiv werden und da auch natürlich auch im eigenen Interesse da was machen müssen, weil ich kann ja nicht jetzt wieder jedes Mal Angst haben, wenn ich einen Kunden den Motor schön zusammenbaue und nehme das gebrauchte Getriebe und stecke das wieder rein, dass der vielleicht nur 3000 Kilometer kommt oder noch kürzer und die Welle reißt ab. Das geht natürlich nicht. Daher, ja, ne, also Materialproblem hin oder her. Hier bin ich der Meinung, sollte so langsam der Hersteller mal aktiv werden, weil auch bei diesen Videos, die wir ja schon hochgeladen hatten, in puncto Abtriebswellen, Abrisse, Motorschäden des Monats, ihr erinnert euch, ne, von der 11er SMC und so weiter und so fort, haben sich ja schon sehr viele gemeldet, die ebenfalls die gleichen Probleme hatten. Ne? Ich habe sogar jetzt einen Post von einem Kunden, wo das sogar bei der 2007er SM passiert ist. Jetzt ist ja die große Frage, es reißen ja nicht alle ab. Wir haben ja auch
Bigbau-Motoren am Laufen, die schon, keine Ahnung, zigtausende von Kilometern runter haben, wo auch immer noch das gleiche Getriebe drin ist, beziehungsweise die Getriebezahnräder geändert worden sind, weil sie die platt gefahren haben, aber die Wellen sind noch die gleichen. Warum halten die und manche gehen schon nach kurzer Zeit oder erst nach längerer Zeit kaputt? Gab es da Chargenprobleme bei der Herstellung der Welle oder und? Ne? Das ist ja halt die große Frage. Aber das Restrisiko bleibt ab sofort, dass man immer sagen muss, ja, ne? Willst du eine neue Welle haben? Wenn nicht, ne? Es kann passieren, dass die abreißt. Das ist natürlich richtig schön scheiße. Ja, also, wir müssen jetzt aktiv werden und müssen halt schauen, dass wir versuchen, diese Abtriebswellen natürlich dann vorher durch irgendeine Prüfung zu jagen, wo wir dann sagen können, okay, die können wir mit gutem Gewissen wieder irgendwo einbauen. Ja, das nervt, ehrlich, wirklich, aber anders nicht zu machen. Daher würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende des Videos. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie das da weitergeht. Denkt an den Stream bald, aber das werde ich natürlich noch vorher großartig ankündigen, ob es bei dem 15.8. Abend bleibt oder ob wir den vielleicht vorschieben oder ja, weiter nach hinten verlegen müssen, weil zum Beispiel auch der Alex seine Zeit hat. Aber das werden wir dann sehen, wenn es denn soweit ist. Ja? Daher bleibt mir jetzt nichts mehr anderes zu sagen, als wir sind am Ende. Wenn es gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, ne? Lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt und immer das Glöckchen aktivieren. Dann gibt es immer Infos, wenn wir die neuesten News aus dem Thema Motor oder Motorschäden haben. Ne? Dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns nächste Woche Sonntag und tschüss.